Championship im Mittelgewicht. Gewichtslimit 72,5 Kilogramm. Ich darf Ihnen wie immer zuerst die Offiziellen vorstellen. Der Supervisor aus Luxemburg ist Toni Tiberi. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter bzw. unsere Punktrichterin Caroline Pütz aus Deutschland, Svatko Milojevic aus Bosnien-Herzegowina und Oliver Brien aus der Bundesrepublik Deutschland. Kommen wir zum Fighter in der blauen Ecke. Er ist 29 Jahre jung, brachte gestern beim Wiegen 72,3 Kilogramm auf die Waage und misst 1,78 Meter. Er ist Profi seit 2016. Sein Kampfrekord 17 Kämpfe, 13 Siege, 6-mal gewann er durch K.O. Der ehemalige Europameister und IBF International Champion aus Forchheim, Martin Asumanian. And now, ladies and gentlemen, the red corner. Und nun, meine Damen und Herren, die rote Ecke. Er ist 30 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen 72,3 Kilogramm auf die Waage und misst 1,75 Meter. Er ist Profi seit 2017. Sein Kampfrekord 16 Kämpfe, 12 Siege, 4-mal gewann er durch K.O. Er ist der ehemalige deutsche Meister von Agon Sports and Events aus Köln by way of Mallorca. La Magina, Thomas Piccirillo. The referee in charge of the action, der Ringrichter, ist Jean-Pierre Van Imschot aus Belgien. Jetzt mit den letzten Instruktionen. Now with the final instructions. For both of you gentlemen in the dressing room, I want a clean and fair fight. No low blows and watch out from your head. Shake hands so we can start the fight. 12 Runden IBF Intercontinental Championship. 12 Rounds IBF Intercontinental Championship. Seconds out. Ring frei. Runde 1. Round 1. Ja, interessanter Kampf hier. Martin Asumanian gegen Thomas Piccirillo. Zwölf Runden haben wir ganz schön ein Streckchen vor sich, die beiden. Legen auch ein schönes Tempo vor. Ja,
Ja, eine spannende Runde. Mit leichten Vorteilen für Pizzerio, finde ich. Im April ja. Auf der dritten Fallzeher Kutschbox Promotion Gala hat er einen Riesenkampf abgeliefert und er ist heute Abend mit seinem Vater hier. Begrüßen Sie Viktor Chakichi. Schön, dass du da bist. Und meine Damen und Herren, wir haben eine wahre Legende im Kanusport am heutigen Abend hier. Siegfacher deutscher Meister, 16-facher Weltmeister, zweimal olympisches Gold, einmal Silber, einmal Bronze im Kanu. Begrüßen Sie eine wahre Legende, Ronny Raue. Second out, Ring frei, Runde 2, Round 2. Also Manjan ist der Boxer mit dem Glücksklee auf dem Bund. Da kann man ihn am besten unterscheiden von Pizzerio. Die Fanlager sind gespalten hier. Die einen rufen Thomas, die anderen Martin. Die schenken sich nichts. Nein, die stehen beide Kopf an Kopf. Ja, das ist ein schöner Kampf. Ja, Thomas hat schon ein blaues Auge. Unten rechts. Eine schöne rechte Hälfte vom Kopf von Asomania. Leicht gewackelt. Ja, die härteren Treffer auf alle Fälle bei Pizzerio. So, hier nochmal die Zeitlupen. Schöner Arbeitstag von Thomas. Oh ja.
Schön am Kinnwinkel, die rechte. Da muss er aufpassen. Der Asumanian. Seconds out. Ring 5, Runde 3. Round 3. Von Pizzeria. Ja, bestimmt den Kampf. Kombination von Thomas Piccirillo. Rechte da Richtung Ohr. Ja, auch schöne Waldbewegung von Piccirillo. Der ist ja auch ein zäher Kämpfer. Aufwärtshaken. Na, er will gar nicht raus aus der Ecke. Das gefällt ihm so ein bisschen. In Fight. Boah, die geben sich ganz schön die Kante, die beiden. Ja, und immer noch hohes Tempo. Ja, so schnell kann eine Runde rumgehen, ne? Wenn sie so geführt wird. Kommt der Asumanian nochmal. Ja, ist auch ein interessanter Kampf. Da vergehen die Minuten ruckzuck. Wir hatten aber auch schon andere Kämpfe. Haben wir auch schon. Der Piccirillo in Rimini geboren, lebt in Köln, jetzt auf Mallorca im Argon Trainingscamp von Ingo Volkmann, das er extra aufgebaut hat, um seine Boxer zusammenzuhalten. Und es geht ja immerhin um den Gürtel, den Vincenzo Gualtieri nach seinem Sieg über Esquiva Falcao im Weltmeisterschaftskampf niedergelegt hat. IBF Interconti. Thank you.
Oh ja. War das Schlagwirkung? Nein. Ja, richtig war ja. Riesenstimmung. Zum ersten Mal eigentlich heute. Ist ja ein klasse Kampf. Setzt du wieder nach, Pizzerio. Zweimal die rechte. Ja, ein guter Treffer von Arthur Bernier. Ja. Also wir wechseln hier hin und her. Toller Kampf. Hier nochmal die rechte und die linke von Pizzerio. Seconds out. Ring 2 Runde 5. Round 5. In der Ecke von Arthur Manjan. Arthur Abraham hat ganz kurz ein paar Anweisungen gegeben. Das war auch sein Cousin. Ja, Arthur war nicht ganz zufrieden mit seinem Cousin. Nee. Er macht auch ein bisschen zu wenig mit der Führungshand, also Manjan. Er hält sie immer raus, da muss ja, so wie jetzt schlagen. Ich
Ja, aber der Picciarello ist so stark, da kommt er aus allen Lagen hauen, ne? Also macht er auch. Ja, das ist es ja, was da so schwer ausrechnungsbar ist. Hat auch boxerisch zugelegt, finde ich. Da Picciarello. Ja, schöne Maid-Bewegung hat er jetzt drin. Ja. Schnell auf den Füßen, finde ich, ist er. Beweglicher oben, ja. Also. Was für ein Kampf. Nach wie vor hohes Tempo. Ja. Beide geben hier alles. Beide wollen an die Weltspitze. Ja, absolut. Und unserem Hauptsponsor Kapital Baustoffe sowie bei Kabi Dragbau. Ebenso danke an Lunos Energy Efficient und bei unserem Ausstatter Rocky Marciano, Ben Lee, Dankeschön. Ebenso sagen wir Danke beim Hotel City Queen Berlin. Ja, da meint die was Runde 6. Round 6. Kaum kommt der Gong und schon gleich wieder hohes Tempo, ne? Also unglaublich. Schön. Ja, und der Picciarello, der beschäftigt den Asumanian pausenlos. Ja, noch keine Erholungsphase. Ja. Gute Rechte wieder. So, die schlagen auch pausenlos. Ne? Wenn der eine aufhört, fängt der andere an. Ja, und das Kopf an Kopf. Ne? Ja. Ja. Also die haben sich die Minute Pause auch verdient nach 3 Minuten. Thank you.
Das Auge von Bicciarello wird immer dichter. Pfefferrunde von Asumanyan. Ja, der Adama auch nicht ganz glücklich. Ja, sehr unzufrieden. Ja. Ja, er soll auch vom Rund zu spielen mit ihm. Ja, ganz schöne Schwellung da am rechten Auge. Second Sound, Ringfrei, Runde 7. Round 7. Pitch Rio, die Nummer 9 in Deutschland. Im Mittelgewicht, angeführt wird das Ganze von Vincenzo Gualtieri vor Vince Feigenbutt, Dennis Radovan und Buya Tahiri. Oh, schöne Linke. Wechselt hier von Sekunde zu Sekunde. Unwahrscheinlich, was sie für eine Kondition haben, die beiden. Ja, topfit beide. Auf den Punkt genau fit. Also macht richtig Spaß zuzugucken. Die schenken sich nichts beide. Bandage locker hier. Ja, hat schon Bescheid gesagt in der Ecke. Ja. Finde ich auch gut, dass er laufen lässt, ne? Ja. Bringt dich bloß aus dem Rhythmus vielleicht oder so. War ja auch nicht mehr lange. So, noch 5 Runden. What?
Jean-Paul van Imschot, der Ringrichter hier. Seconds out, Ring frei, Runde 8, Round 8. Fünf Runden noch. Ja, ein bisschen Tempo rausgenommen jetzt. Ja, es versucht nicht mal zu boxen. Von außen. Kein Kopf auf den Kopf stehen so. Angesetzt, dann haben wir gemerkt, ich komme nicht mehr ran an Pizzeria, abgebrochen. Schön aufgezogen. Pichirio hat jetzt einen Rückwärtsgang entdeckt. Kennt man sonst auch nicht. Bessere Runde für Asumanian. Dankeschön für den Ring am heutigen Abend. Easy Gym richtet ebenfalls den Berlin Cup aus. Berlin Cup International vom 23. bis 27. Oktober 2023 in der Schönberger Sporthalle. Alle weiteren Infos auf www.boxverein-berlin.de. Dankeschön an Easy Gym. Seconds out, ringfreie Runde 9, Round 9. Also Manjan boxt und trainierte beim AC Bavaria Forchheim. Immer mit dabei auch Sascha Asumanian, ebenfalls Profi, nicht ganz erfolgreich wie sein Bruder, aber auch ein guter Nummer 7 in Deutschland, damit 2 Plätze besser als Pichirio und Nummer 79 in der Welt, 14 Plätze vor Pichirio. Thank you.
einmal verlor er vorzeitig. Martin Arzumanjan, 2016 war das gegen den Tschechen Tomáš Bezvoda. Da wurde er kalt erwischt. Und zuvor ein Unentschieden gegen Bezvodas Landsmann Marek Prošecka. Und dann hat er sich echt Stück für Stück gesteigert, verbessert. Er spritzt einen hier am Ring, der Schweif entgegen. Jetzt haben sie wieder zugelegt an Tempo, unfassbar. Aber mehr von Arzumanjan. Also die beiden wissen, was sie gemacht haben, wenn sie heute ins Bett gehen. Auf jeden Fall. Das werden die auch die ganze nächste Woche noch wissen. Kommt er wieder, Pichurillo. Ja. Zu Ende der Runde noch mal ein paar Punkte machen. Ja, auch Picciarello hat jetzt Schwierigkeiten mit dem Tape. Muss auch gewechselt werden. Drei Runden noch. Ja. Leider. Nur noch drei. Ja, wird wieder mächtige Arbeit an der Beule da unterm Auge. Second Round, Ring 2, Runde 10, Round 10. Ja, den größten Coup landete Martin Arzumanjan 2020 mit einem vorzeitigen Sieg über Björn Schicke und das auch noch in der Höhle des Löwen bei Argon. Es ging um den EBU-EU-Titel. Dann 2021 unentschieden gegen Tomáš Pichurillo. Daniel van de Wiele hatte 114-114. Oliver Prien 116-112 für Pichurillo und Jürgen Langos 116-113 für Arzumanjan. Und heute eigentlich wieder eine enge Kiste. Wobei ich leichte Vorteile bei Pichurillo sehe. Ja, bis jetzt die ersten sechs Runden auf jeden Fall. Ich glaube, ab 8.9. ist er ein bisschen zurückgegangen. Vielleicht hat er sich da eine kleine Pause genommen. Ja, und jetzt hat er wieder seinen Vorwärtsgang entdeckt. Und jetzt ist er wieder ja, Kopf an Kopf.
Also wieder die Bandage offen da bei Pizzeria. Ja, die haben die falsch angetippt. Was für ein Kampf. Guck mal. Ja. Da schenkt keiner dem anderen. Die wollen beide an die Weltspitze. Ja. Und so schnell wie möglich. Ringrichter schwitzt auch wie Sau. Ja. Als wenn er mitmacht. Also er hat auch viel zu tun da oben, keine Frage. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Pizzeria jetzt eine Runde ein bisschen rückwärts geht wieder, sich noch mal ein bisschen erholt. Um 12. noch mal ja, Vollgas geben können. Voll drin. Ja. Nach wie vor wahnsinnige Stimmung hier auch in der Halle. Hat der Kampf auch verdient. Jawohl, schön. Schlagabtausch, hin und her geht's. 15 Sekunden noch in dieser vorletzten Runde.
Nicht nur Schwerstarbeit für den Ringrichter, auch für die Bandagen hier. Uiuiui, ui, ui. Schöner Kampf. Alles enge Runden, ne? Na, aber mehr für Pizzeria. Pizzeria, genau. Die letzten 3 Minuten. Unfassbar. Was sieht sich hier in der 12. Runde noch so an die... Ja. Ja, der Pizzerio ist hier aufgedreht. Wahnsinn. Ja, aber beide, muss man sagen, den Hut vorziehen, sind beide topfit, ne? Ja. Also 12 Runden, so ein hohes Tempo. Und du musst dich ja auch jede einzelne Sekunde hier konzentrieren, ne? Da kann ja immer was kommen. Gerade wenn sie Kopf an Kopf stehen. Stimmung auch hier, letzten 10 Sekunden. Da ja, nochmal gute Treffer von Pizzerio und dann ja, ist die ganze Sache beendet hier. Ja, schöner Kampf. Und die könnten beide noch 3 Runden gehen. Ah, das unterschreibe ich jetzt nicht. Aber nicht, ja, doch. Doch. Also für die doch, so wie die drauf sind, ja, beide, das stimmt. Aber ich glaube, die sind jetzt auch froh, dass 12 Runden vorbei sind. Ja, glaube ich auch. 15 Runden braucht kein Mensch mehr. War der Graz der letzte, glaube ich, ja? Der noch einen 15 Runden gemacht hat. Eine Weltmeisterschaft, die war, ja, genau. Ja, das war.
Und die brauchen lange, um zu rechnen. Ja. Ladies and Gentlemen, Fight Fans, here we go. Nochmal einen riesen Applaus für beide Fighter für einen Megakampf und einen Fantastic Fight. Das offizielle Urteil. As we go to the scorecards, we got a winner by unanimous decision. Wir haben einen einstimmigen Sieger nach Punkten. Caroline Pütz wertete den Kampf 118 zu 112. 118 to 112. Oliver Breen wertete den Kampf 117 zu 111, 117 to 111. Und Vratko Milosevic wertete den Kampf 115 zu 113, 115 to 113. We got a winner by unanimous decision. And the new from Cologne, Thomas Piccirillo. Hat den Schlag für sich entschieden. Ja, und wegen den Gürtel verdient. Hat mehr investiert.